nach dem Sabotageakt des Parteimobils, wo ein Autoreifen mutwillig zerstört wurde, wurde jetzt heute Nachmittag zwischen 14 und 18:30 Uhr auch das Fahrrad der Generalsekretärin des Landesverbands Berlin, der Partei Die Partei, mutwillig entwendet aus einem Gebäude. Das Fahrrad war abgeschlossen und bezeichnet mit einem Parteiaufkleber. Buh! Diese Schweine! Buh! Die Partei bittet um Fahrradspenden, vor allem für die Generalsekretärin. Welche Marke? Marke unbekannt, Verkaufswert ca. 15 Euro. Also bitte, wer ein Fahrrad der Marke unbekannt mit dem Wert von 15 Euro findet, es ist glaube ich weiß, rot. Das Fahrrad war türkis und pink. Des Weiteren ist mein Jetski verschwunden. Ich bitte um Mithilfe. Ich muss dazu sagen... Jetski, Neon Pink mit Neon Grün und auf der Seite stand Flash. Wir haben gestern hier dieses Plakat aufgebaut. Das stimmt. Wir finden es auf jeden Fall ganz gut und wir wollten heute tun, als ob wir es heute präsentieren und so, als ob es gestern noch nicht da stand. Und um es zu verenden, wollen wir es signieren. Was die anderen großen Parteien nicht machen. Ne, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Wir versprechen euch damit, dass wir jedes Großplakat, das wir in dieser Stadt aufstellen, persönlich signieren werden. Hurra! Hurra! Applaus! Wir signieren das jetzt und sind dann auch noch hier, beantworten sehr gerne alle auch nicht so kritischen Fragen. Und gar keine kritischen Fragen. An ihn keine kritischen Fragen? Doch, an mich schon. An ihn schon, aber an dich? Ich nein. An ihn keine kritischen Fragen, bitte. An ihn schon. An dich? Nee. An ihn keine kritischen Fragen. Vielen Dank. Und wenn jemand ein Bier hat, dann ist das was anderes, habe ich gehört gerade. Oder sowas da. Gut, dann schreiten wir zum Signieren. Wenn jemand eine Frage hat, dann kann er sie auch durch dieses Megafon stellen. Das wäre lauter. Lauter als ohne. Ich habe noch keinen Führerschein. Der Basti hat einen Führerschein. Ich werde mich wahrscheinlich hinten auf sein Moped setzen. Hallo. Hallo. Ich habe Ihren Flyer gelesen. Und da stand drauf, Knut wiederbeleben. Aber Ihre Partei ist die Partei für Tierschutz. Was wollen Sie noch für den Tierschutz machen? Wir werden ein bedingungsloses Grundeinkommen für Tiere einführen. Da war doch heute was mit Katzen. Ja. Darf ich auch eine Frage stellen? Bitte. Was ist eure Meinung zur FDP? FD was? der Ausruf, fick die Polizei, wird strafrechtlich verfolgt und wird von uns nicht geduldet. Also ich finde, wir haben die Massen im Griff und wow. Hallo, Fahrgäste. Nicht beschämt weggucken. Ja, Mann, ja. Aber viele Schweiz dazu bringen, sich Deutschland anzuschließen. Ich hab dich nicht verstanden. Irgendwas mit Schweiz. Finde ich schon mal lustig. Wie wollen Sie die konservative Schweiz dazu bringen, sich Deutschland anzuschließen? Mit Gewalt. Hat jemand einen Hund gesehen? Wie sieht er aus? Klein und braun. Ist ganz groß und schwarz. Da? Jungs, habt ihr Bock? Sollen wir versuchen zu singen? Ja! Hurra! Die wollen es hören. Wollt ihr das hören? Ja! Hurra! Jetzt kommt der große Hit aus unserem Wahlkampfspot von Maxim. Du musst Trüner. Ich werde versuchen mitzusingen. Hau rein!
Grauer Tag, grau wie mein Macintosh. Ich rede mit meinem Auto wie David Hasselhoff. Doch mein Audi A6 will mir nicht helfen. Eine Träne fällt auf die silbernen Felgen. Ich hab so Angst und ich rauch noch eine 5 vor 8. Ich muss in den Aufzug steigen. Ich hab versucht, ein Boss wie Captain Kirk zu sein. Ich hör sie im Fahrstuhl schon Happy Birthday schreien. Unmöglich, dieses Gefühl jetzt in Worte zu fassen. Die Kollegen haben mir eine Torte gebacken, denn ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe. Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe. Weiter klatschen, alle weiter. Oh, sehr schön. Ich weiß nicht, wie meine Strophe anfängt. Klatsch einfach weiter. Oh. Sag mal, wie fängt die an? Ich puste die Kerzen aus und ich ernte Applaus. Mein Herz wird fast davon. Doch ihr werbt es Sau. Wir hatten schwarze Zahlen. Wir hatten rote Zahlen. Zum Abschied bekommt jeder einen Schokohasen. Wer von euch weiß, was Outsourcen heißt? Es bedeutet, dass ihr rausgeworfen seid. Doch auch wenn ich dich jetzt entlasse, koch mir noch einen letzten Kaffee. Doch auch wenn ich dich jetzt entlasse, koch mir noch einen letzten Kaffee. Denn ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe. Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe.